Hi Leute, ich wollte heute mal ein kleines Video zu machen zu 80-10-10, Fasten versus Kaloriendefizit und so weiter. Und zwar, also ich bin selber, habe ich eigentlich mit 80-10-10, bevor ich auf 100% Rohkost umgestellt habe, habe ich mit 80-10-10 angefangen. Und ja, ich war halt am Anfang drauf aus, ich wollte einfach nie, ich wollte nicht einfach nicht abnehmen. Und ich war eh immer sehr dünn und dachte dann immer, wenn ich Ernährung umstelle, auf gesünder und so weiter, dann nehme ich ab und so weiter. Und deswegen habe ich halt dann so mit 80-10-10 war so ein ganz guter Einstieg für mich dann. Dadurch, dass ich halt, ja, dadurch, dass ich dann so viel gegessen habe, dadurch ist das Körpergewicht einfach nicht so runtergegangen. Und ja, ich denke einfach, die ganzen 80-10-10er und so weiter, es ist halt einfach, es basiert eigentlich so darauf, dass du sollst alle 80-10-10er sagen ja immer, ja, wenn du nicht auf deine Kalorien kommst, ess lieber was Gekochtes, ess lieber dies und das, Hauptsache du kommst auf deine Kalorien. Und ich denke eher einfach, es ist halt wieder so eine Angst davor, vor den Entgiftungssymptomen. Ich glaube einfach, dass im Moment kein Mensch einen richtig reinen Körper hat. Und sobald man halt seine Ernährung auf ein gesünderes Level bringt, dann wird man immer oder meistens ein bisschen abnehmen, je nach Veranlagung, Typ und so weiter. Aber ja, ich denke halt mal, dass je nachdem, wie viel Gifte und so weiter der Körper, wenn er irgendwelche Giftstoffe aufnimmt, dann lagert es halt immer im Fett ein. Und ja, umso mehr Giftstoffe ich im Fett eingelagert habe, umso mehr werde ich am Anfang erstmal abnehmen. Wenn ich aber dann mal ein gewisses Level erreicht habe und wenn die Entgiftung dann aus den Fettzellen da stattgefunden hat, dann nimmt man auch nicht weiter ab, dann nimmt man auch mal nach einer Zeit wieder zu. Das sagt einfach jeder Rohköstler, du brauchst nach einer Zeit einfach immer weniger. Du brauchst nicht mehr viel. Ich denke, umso reiner der Körper ist, umso weniger Giftstoffe im Körper sind, umso länger kann man fasten, umso einfacher ist es zu fasten, wenig zu essen, umso weniger treten Entgiftungssymptome und so weiter auf. Und ja, daher kommt dieses krasse Bedürfnis, denke ich, bei den 80-10-10ern einfach, dass du immer genug Kalorien zu dir nimmst. Sobald du halt nicht mehr genug Kalorien zu dir nimmst, dann wirst du scheinbar erstmal krank oder die ganzen Gifte, die gehen halt wieder in den Körper und dann geht halt auch zu viel in den Körper, wenn du nicht am Anfang, wenn du es zu krass umstellst. Kommt halt immer darauf an, wie krass man das umstellt. Und das ist aber dann immer nur die Rückvergiftung. Kein Mensch auf der Welt verhungert oder stirbt an Nahrungsmangel. Die Leute kriegen genug Essen. Du stirbst immer nur daran an der Rückvergiftung. Dadurch, dass der Körper dann die Zeit hat zu heilen, dadurch kommt alles wieder ins Blut, die ganzen Gifte kommen wieder ins Blut und dadurch vergiftet man den Körper halt wieder. Und wenn man das nicht schafft, die Gifte dann schnell genug loszuwerden, man muss halt auch unbedingt Einläufe oder ähnliche Sachen, Basenbäder, was auch immer machen. Man muss halt schauen, dass die Gifte wieder rauskommen aus dem Körper. Oder dann halt die Entgiftung, wenn es sein muss, wieder durch entsprechende Nahrung stoppen, indem man dann einfach was isst. Dann stoppt man die Entgiftung wieder, der Körper ist dann wieder mit der Verdauung beschäftigt und setzt dann nicht weiter die Gifte in den Blutkreislauf frei. Und da muss man halt einfach ein Gefühl für entwickeln. Es kommt immer so auf den Gesundheitszustand von Menschen drauf an. Man kann sich da halt langsam rantasten, am besten am Anfang mit Wasserfass. Nein, nicht Wasserfasten eben, sorry, sondern eben am Anfang ist besser man Saftfasten mit Gemüsesäften oder Fruchtsäften. Und dann kann man halt eben langsam anfangen, ein, zwei Tage mal am Anfang, das mal öfter machen oder jede Woche sagen, sonntags ist
Saftfastentag oder was auch immer. Oder dann steigern zu 2 Tagen und die Entgiftung langsam angehen. Wenn zu viel Gifte auf einmal in den Körper reinkommen, dann kann das halt ziemlich starke Heilkrisen hervorrufen und ja, kann einem dann doch auch schaden, je nachdem. Ja, man muss da sein eigenes Tempo finden und sich da langsam rantasten und es vorsichtig machen. Und ja, ich bin im Moment nur drauf gekommen auf das Thema, weil ich jetzt wieder, ich wollte mal wieder fasten und habe jetzt seit gestern Abend einen Trockenfasten mal gestartet. Und habe jetzt seit gestern Abend so 8 Uhr, 9 Uhr habe ich das letzte Mal ein bisschen was gegessen. Und jetzt bis heute, jetzt ist gerade so 4 Uhr. Und habe jetzt ein Trockenfasten eben gestartet. Also es das heißt, Trockenfasten ist dann nochmal einfach extremer. Und Trockenfasten ist, man trinkt eben auch nichts dabei, deswegen Trockenfasten. Kein Wasser, kein Essen, gar nichts. Und ja. Aber das sollte man eben, Trockenfasten sollte man wirklich eben nur machen, wenn man mehrere Fasten vorher schon mal gemacht hat. Längere Fasten beziehungsweise auch Wasserfasten und nicht nur Saftfasten vorher gemacht hat. Und wenn der Körper eben schon eine gewisse Reinheit erreicht hat und man auch schon länger vegan beziehungsweise Rohkost vollwertig lebt. Ja. Und ja, das war so mein Thema heute. Und ja, deswegen kommt eben einfach auf das Bedürfnis, denke ich, bei diesen ganzen 80, 10, 10 an, dass sie so viel essen müssen. Eigentlich hätte ich Früchte auch was Perfekte, aber keine 3000 Kalorien und nicht, wenn ich Sport mache, auch noch 4000 Kalorien am Tag. Ich weiß nicht, ich esse im Moment jetzt, ich weiß es nicht, ist auch nicht wichtig, wie viel Kalorien man isst. Es kommt ganz darauf an, manchmal esse ich 500 Kalorien am Tag, manchmal bis zu 1000 vielleicht im Moment und ja, was war das so? Ja, ihr könnt ja mal unter dem Video einfach schreiben, was ihr für Fastenerfahrungen habt, wie es bei euch ausschaut und wie heftig die Entgiftungssymptome dann bei euch waren oder wenn ihr dann Fragen dazu habt. Ja, postet einfach unter das Video, abonniert den Kanal. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.